Aktiv-TV. Tag Jungs. Was geht ab, ihr Schamuftis? Mutanten heißt das. Wir sind heute hier bei der Privatbrauerei Jakob Stauder. Im Trainingsanzug. Super. Wir haben heute hier so ein Marketing-Ding am Laufen. Nur am Saufen. Ja, die haben Teppiche. Die haben Teppich an der Wände im Aufzug. Er ist heute frei. Das ist unser Gastgeschenk. Ja. Das müssen wir nur gleich irgendwie ins Auto kriegen. Ja, gut, natürlich. Das geht ja da hinten noch durch. Ja, klar, natürlich. Ich habe bestimmt eine Säge im Keller. Also nicht. Also wirklich, jetzt gelöscht ist. Egal was passiert. Schwänz niemanden hier an. Lass ihn drin. Ja, soll ich mal ein bisschen was erklären zu dem Thema? Ja, bitte. Also wer von euch war denn schon mal in der Brauerei oder wer war noch nicht in der Brauerei? Ich noch nicht. Gar nicht, gar nicht. Okay. Ja, prima. Also, Bier wird ja nach, in Deutschland wird ja nach dem deutschen Reinheitsgebot hergestellt. Und das heißt, man hat nur vier Rohstoffe zur Verfügung. Ja, dann hier schön, nochmal eine kurze Zusammenfassung von euch. Die machen hier Bier. Mann, wie gewöhnt, denn ich habe schon zwei getrunken, ehrlich jetzt. Nein. Ich werde mir das zu Hause nochmal angucken bei aktiv und dann schreibe ich dir eine Zusammenfassung. Versprochen. Wir machen da so ein bisschen Sendung mit der Maus und ihr könnt uns dann später alle erklären, wie man Bier macht. Alle. Alle. Das ist echt voll geil. Ja, so lecker nach Nudeln. Ich finde auch, dass es nach Nudeln riecht. Echt, ohne Scheiß. So Kohlgericht. Ja, ich finde das riecht ja, Getreide-Nudeln wie, ich, wie so Udon-Nudeln. Ohne Soße und so. Ja. Kohlensäure. Und nach einer Woche hat man ein gelbliches, trübes Produkt, das sogenannte Jungbier. Es schmeckt dann schon so ähnlich, oder schmeckt schon wie Bier, noch nicht so rund, so ein bisschen kratzig und noch unharmonisch. Es enthält dann auch Fuselalkohole. Also wie Becks dann halt. Ja, so ungefähr. kenn ich jetzt nicht so gut, aber wahrscheinlich. Der Bierstätte Deutschlands ist, sodass wir sogar pro Kopf mit am meisten trinken. Das ging auf Facebook rum, ne? Ja, hab ich auch gesehen. Oh. Ach ja, stimmt, das habe ich auch, ja, das hab oder ich sogar, gesehen. Wir haben sogar gewonnen quasi. Ja, Essen liegt da irgendwie sogar vorne auf Platz 1 mit dem größten pro Kopf Verbrauch der Welt. Drink Beer City, bla, irgendwie ja, so. Genau. Weiß zwar nicht, wie man das ermittelt hat, aber fand ich nicht gut. Wir haben halt unsere Werte einfach mal rübergeschickt. Ja, genau. Einfach mal Studio-Fotos gemacht. Wir haben halt echt viel zur Statistik beigetragen. Muss aber die am besten von der kippen den Finger von der Linse, denn dann werden die Fotos besser. Ja. Haben wir irgendwo gleich mal die Möglichkeit, einfach kurz zwischendurch pinkeln zu gehen? Ja. Das wird eingebaut sein bei der. Das sind die Trinker, oder was? Das sind die, die Abfüller. Ja, das sieht man. Ja, ja. Oben rechts ist der richtige Abfüller. Ja, die dürfen natürlich auch nicht viel trinken, weil im Flaschenkeller, da bewegt sich viel, da dreht sich viel. Das ist von der Unfallgefahr natürlich auch. Aber vor 30 Jahren. In der Brauerei schon noch von fast allen auch eine ganze Menge Tapfen getrunken. Ja, also was den Stauder nicht weiß, macht den Stauder nicht heiß. Ne? Gut, dann gucken wir mal, wie Stauder abgefüllt wird. Bitte. Dann gucken wir mal, wie die 257er abgefüllt werden. Damals haben wir so lange diese Dinger gesammelt von den Bierflaschen, immer die Flasche nass gemacht, damit du ein Etikett wieder abziehen konntest und haben da bei uns im Park eine ganze Wand mit Stauder-Etiketten tapeziert. Und hier könntest du die einfach mal mitnehmen, hätten wir dann einen Tag geschafft und wir mussten dafür ein Jahr saufen.
Flaschenreinigungsmaschine, wurde im Jahr 1992 erbaut, macht 40.000 Flaschen die Stunde sauber. Gar kein Problem. 6.800 bis 68.000 Flaschen pro Stunde werden befüllt. Und das ist viel. Ich persönlich kann so weit nicht zählen, aber das ist viel, weil das steht auf dem Schild. Hallo. Der Eisen, der sorgt dafür, dass wir alle gleich ein gut gezapftes Bild in der Hand haben. Ja, dann nehme ich doch gerne schon. Ja, man, das ist genau mein Ding. Wie viel haben wir jetzt? Eins? Erst immer Schwarz. Das ist genau richtig. Schwarz, sehr lecker. Ganz früher. Nee, 12. Aber es ist noch viel besser. Meine Bierzeit. Longbier. Stehen wir so um halb zwölf. Viertel nach elf, halb zwölf stehe ich auf und um zwölf ist dann Bierzeit. Aber ihre Väter waren? Glücklicherweise dann Bruder. Okay, also sind sie Q6. Genau. Zack. Zum Wohl. Ich habe nämlich auch ein bisschen Ahnung. Prost. Du bist Ahnenforscher, könntest du sagen. Scheiße, was du hier für eine Recherche betreibst, mal eben Freestyle, ist unglaublich. Kein Problem, Mann. Jetzt schauen wir das rumkramen, mal eben. Ja, ist auf Zack, der Mike. Ja, ich habe auch nur zwei Bilder gesehen, was sollte sonst passieren. Danach kommt Randale. Ich habe noch nie wenn du mir was gesagt hast, aber das war richtig. Danach fängt Randale an. Ach, es muss schon an hier, ne? Es muss schon. Dann trinke ich noch, du Arschloch. Abrichten. Der wird auch immer wohl gärer. Ja, ich will auch langsam, weil ich will hier alles kaputt machen. Ich habe keinen Durst mehr. Ehrlich, boah, das war jetzt richtig heftig. Wie viel? Ich kann gar nicht mehr zählen, was der Typ, der an der Bar stand, alles am Bier wieder nach... Heftig, Alter. Ohne Scheiß. In eine Kneipe denkst du, wenn du rausgehst, ich habe richtig mir einen reingetan. So. Aber wenn du da sitzt und der Typ bringt dir einfach immer ein neues Bier, dann ist der schmale Grat zwischen... Hey, warte mal, das war doch gerade schon leer und... Ah nee, der hat mir ein neues Bier gebracht. Ich denke jetzt, der hat mir 10 neue Bier gebracht. Der hat mir wahrscheinlich 36 neue Bier gebracht. Also ich weiß das nur nicht, weil ey, bei 0,3 ist der Füllstand so gering zwischen voll und leer, dass du gar nicht mehr weißt, ob da jetzt ein neues Bier stand. Heftiger Typ auf jeden Fall. Und der hat eine Kontinuität an den Start gebracht mit ich bin immer unterwegs und ey, also der war fleißig, sag ich mal auf jeden Fall. Der Werbevertrag ist eingetütet. Wir haben uns dann noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Hin und wieder wurde uns auch mal ein Bier gebracht. Aber wirklich nicht mehr als eins. Und jetzt sind wir stolze Träger dieses Trägers. Martin, Motrip, alle die ein bisschen Fußball spielen können, ihr seid Teil unseres Teams, ihr müsst nur wollen.